Ich werde morgen den Kundensupport anrufen und fragen, warum mein 500 € Glätteisen nach einmal benutzen nicht mehr geht. Und ganz herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video. Long time no see. Normalerweise gibt es ja immer Vlogs. Vor einiger Zeit habe ich mal so eine Review gemacht, wo ich den Dyson Airwrap reviewed habe. Das ist ein 500 € Lockenstab. Der sollte super innovativ sein. So nämlich. Wow, die ist tatsächlich besser geworden als alle meine Locken zusammen, die ich bisher gemacht habe mit dem. Wir leben jetzt mit dieser komischen Locke. Habe ich euch nochmal verlinkt. Der Dyson kam dabei nicht ganz so gut weg, weil meine Haare sind eben sehr, sehr lang. Und der kommt mit dieser Haarlänge einfach nicht zurecht. Ich habe inzwischen schon sehr viele Videos gesehen. Und Mädels mit kürzeren Haaren haben da gar keine Probleme mit. Die lieben den. Ich persönlich finde nicht, dass er besser funktioniert als ein normaler Lockenstab. Vor allem halten die Locken einfach nicht. Inzwischen benutze ich eigentlich nur noch diesen Aufsatz hier. Das ist der Föhnaufsatz. Dafür ist er nicht gemacht, aber ich finde es ganz angenehm, weil der hat so einen langen Griff und dann kommt man so ganz gut um den Kopf rum. Aber da kann ich mir auch einen billigeren Föhn kaufen, glaube ich. Als ich dann gehört habe, dass Dyson erneut eine Haarinnovation herausbringen wird, habe ich mir alle Wecker dieser Welt gestellt und war beim Livestream dabei und habe noch während dem Livestream bestellt. Ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, was das sein wird. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich drum schlagen, dass ich direkt so ein Produkt bekomme. Was denkt ihr, wie teuer es dieses Mal wird? Ich weiß nur, dass sie noch nichts wirklich zum Haare glätten haben. Ist halt ein bisschen pointless. Ich hoffe, es ist nicht was zum Haare glätten. Ich bin gespannt. So wie ich das sehe, ist es tatsächlich ein Glätteisen. Make sure that you can do exactly the same operation time after time after time. With the heat map, you'll see the same thing occurring. Overheating to part of the tress, underheating to the hairs at the sides. Verteilt ist die Hitze halt besser bei dem Glätteisen, aber ich brauche kein Glätteisen eigentlich. Ach, ist ja crazy, das ist ein Glätteisen, was gebogene Dinger hat. 500 € kostet der Spaß, dass ich nochmal 500 € für ein Haarprodukt ausgebe. Ich muss mir Leute suchen, die Locken haben, um den anständig testen zu können, scheinbar. Oh, das hat kein Kabel! Okay, das ist geil. Bestellt, Freunde. Oh fuck. Es ist jetzt ein paar Tage später und hier ist es, das gute Stück. 500. Ich kann es nicht glauben, dass ich das Geld ausgegeben habe. Aber ich gebe das Geld gerne für euch aus. Interessanterweise kooperiert Dyson mit so ziemlich jeder Person, außer mit mir, die viel mit Haaren zu tun hat. Vielleicht, weil ich ein bisschen zu ehrlich bin. Erst einmal, diese Verpackung ist ultra schwer. Dyson Coral. Coral. Koralle. Es wird jetzt nicht daran scheitern, dass ich das nicht rauskriege. Das war die Verpackung vom Dyson Airwrap. Das ist ein... Vielleicht ist es aber auch so ein Nachhaltigkeitsding und Aspekt. Dann finde ich es wieder cool. Ansonsten, meh. Gut, dann ist das hier unsere fancy Verpackung dieses Mal. Also das finde ich halt krass. Das ist ein kabelloses Gerät ist. So, und dann kann man den wahrscheinlich gleich hier reinstellen. Das sieht halt geil aus. Man kann sich einfach sein Glätteisen ins Bad stellen. Ich meine, es ist dann letztendlich auch ein bisschen Einrichtung. Also eigentlich sehr, sehr schlau gemacht von Dyson, dass man etwas so schön macht, dass man sich sogar freiwillig ins Bad stellt. Normalerweise wickelt man zusammen. Ab in die Schublade. Also es waren mir jetzt hier ein bisschen zu viele einzelne Päckchen, aber gut. Ein sehr langes Kabel oder ein sehr schweres Kabel. Das ist der Anschluss, also das ist ein magnetischer Anschluss, so wie ich das verstanden habe. Das Ding an sich ist tatsächlich auch sehr schwer. Also wenn man den Akku mal nicht geladen hat und das mitnehmen muss, das Ding ist ja schon schwer, aber das zusammen, gut. Ich gebe mir Mühe, nicht zu streng zu sein, okay? Ich meckere vielleicht ein bisschen sehr auf hohem Niveau, aber ganz ehrlich, dieses Ding kostet 500 €. Ich finde, da kann man auch auf hohem Niveau meckern. So, dass man den halt hier reinwerfen kann, so in die Handtasche und dann hat man den. In dem Werbespot hat sich die eine sogar im Taxi die Haare geglättet. Wieso ist hier ein Flugzeug dran? Kann man das im Flugzeug benutzen? Hier ist ein kleines Flugzeug drauf. Also das hier ist das gute Stück. Das wäre auch eine gute Frage, wie lange das dauert, bis es vollgeladen ist. Wenn ich es rausfinde, schreibe ich es euch hier hin. Ich google. Auf Reisen
Stattdessen könnt ihr den Dyson Coral in einen Flugmodus versetzen. Dazu wird der Akku physikalisch mit Hilfe eines Steckers deaktiviert und darf anschließend laut Dyson bei vielen Fluglinien ins Handgepäck. Wenn ich das rausstöpsel, ist der Akku wahrscheinlich deaktiviert. Sehr gut, also gut durchdacht auf jeden Fall. 1,2 Milliarden Pfund wurden aufgewendet, um dieses Ding hier zu kreieren. Wenn es etwas verspricht. Der Coral. This is the Dyson Corals. Dyson Coral. Ich finde das Wort sehr blöd gewählt. Airwrap ist ein schöneres Wort. Können wir uns kurz darauf einigen? Der Coral. Der Coral. Der Dyson. Der Dyson. Das Haarglätt-Dings ist special, weil es eben biegsame Platten hat. Das bedeutet, bei normalen Haarglättern macht ihr so und dann sind die äußeren Strähnen nicht so heiß wie in der Mitte, wo die meiste Hitze aufgewendet wird. Und das ist hier scheinbar anders, dadurch, dass die Platten selbst biegsam sind. Vielleicht, wenn ich hier eine Schnur reinmache, klappt ein bisschen, oder? Was meint ihr? Das Ganze gibt es übrigens in zwei Farben. Und die andere Farbe ist lila. Ohne Witz. Wenn ich eine Farbe von dieser Welt verbannen würde, wäre es wahrscheinlich lila. Oder denkt ihr, dass Frauen nur pink und lila mögen, Dyson? Ich mag pink tatsächlich, nur lila nicht. Eine Sache noch vorweg. Ich habe obviously glatte Haare. Ich habe die heute gewaschen. Ich habe die einmal durchgekämmt. Und that's it. Übrigens seht ihr die Locke, die ist gone. Deshalb habe ich eine weitere Testperson mit Locken nachher für euch am Start. Mit Glätteisen kann man ja grundsätzlich auch Locken machen. Deshalb probieren wir das jetzt so gut wir können. Und da gibt es auf jeden Fall so ein paar Tutorials, die man machen kann, wie man sich die Haare glättet. Außerdem verspricht der Dyson Coral bis zu 50% weniger Haarschäden. Eine Sache, die ich schon mal vorweg sagen kann, was ich ziemlich gut finde, ist, dass der eben komplett rund ist. Also wenn ihr euch das mal von hier anschaut. Wenn man damit Locken macht, dann werden die keine Ecken haben. Und hier ist eben alles schön abgerundet, aber das haben inzwischen mehrere Glätteisen, die jetzt nicht 10 Euro kosten. Mach den mal an. Wieso blinkt der Akku? Also es ist ein Mini-Display und es gibt drei verschiedene Hitzestufen. Also ich meine, wir müssen mal ganz kurz über den Fakt sprechen, dass es kein Kabel gerade dran hat. Also das ist wirklich krass. Das finde ich... Oh, ein Haken. Wieso kann man Geräte nicht vollgeladen verschicken? Finn, gehst du da runter und hörst auf mit meinem Mikro zu spielen? Ksch, go. Raus. Treib dich mit meinem Airwrap. Also ihr müsst euch überlegen, dieses Ding muss so eine krasse Power haben, dass es 200 Grad heiß wird für 30 Minuten und bei konstanter Leistung. Also das ist schon sehr besonders und... Wie gesagt, ich versuche nicht zu viel zu haten. Gibt tatsächlich viel zu haten bei so einem Preis. Außerdem, was geht hier bitte ab für eine Party? Ich meine, ich brauche meine Haare jetzt nicht noch glatter zu machen, aber wir demonstrieren es trotzdem mal. So. Okay. Fühlt sich angenehm an, die sind tatsächlich nicht ultra heiß. Da kann ich mir jetzt dumm und dusselig glätten und es wird nicht anders aussehen, behaupte ich. Gute Arbeit, du bist deine 500 Euro wert, meine Haare zu glätten. Okay, jetzt ist er aus und jetzt kann ich wieder die Sperre reinmachen und laut Dyson kann man den, auch wenn er noch heiß ist, direkt verpacken. How do you do this? Gabel ist auch sehr lang. Das ist übrigens saugeil am Dyson Airwrap. Der hat genauso ein langes Kabel und ich habe meinen Airwrap dauer eingestöpselt in der Steckdose und kann quasi das halbe Bad laufen und mir dabei die Haare föhnen. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Also das muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen. Und dieses Kabel ist auch, weiß nicht wie lange, 3 Meter vielleicht. Würde das so sein? Oh, smooth as... Es gab einen Ton. Moment. Yes! Ich teile jetzt aber mal kurz meine Haare ab. Es tut mir übrigens leid, dass meine Bluse nicht gebügelt oder gesteamt ist. Okay, haben wir überlebt, ja? Gut. Wir machen es wieder auf 185 Grad. Ich bin Coral, das kleine Schnappi-Deal. Nicht witzig. Du findest es auch nicht lustig. Ich muss dazu sagen, dass ich, wie gesagt, nicht extrem geübt bin darin, mit einem Glätteisen mir die Locken zu machen. Also, hang on, okay? Also, man soll das reinmachen... Und dann um 360 Grad drehen. Also rein.
360 Grad. Und... okay, das war, glaube ich, mein Fehler gerade. Aber gar nicht so schlecht. Hier unten habe ich ein bisschen gefailt. Da gab es einen Trick. Wie war denn der? Dass man das quasi so reinmacht. Und dann muss man das nicht so merkwürdig drehen. Not bad. Wie gesagt, dafür, dass ich keine Locken-Skills habe. Heiß! Ho, 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 ho. Ich muss ja sagen, was ich am Glätten nicht mag, ist, dass man so an den Haaren ziehen muss. Oder bin ich gerade dumm? Hört ihr diese einzelnen Haare? Das ist ultra schmerzhaft. Irgendwie werden wir hier keine Freunde mit sein. Also ich würde wirklich nicht zu große Strähnen nehmen, wenn ihr so lange Haare habt. Aber wobei das ja eigentlich funktionieren müsste, dadurch, dass es ja super specialige Biegeplatten hat. Und man muss am Schluss natürlich immer noch mal eine Runde mitdrehen, damit die Enden auch schön gelockt werden. Also, ich meine, das funktioniert so ein bisschen. Aber ich finde es jetzt nicht so ultra zufriedenstellend. Und hier hängen 1000 Haare dran. Das kann jetzt an mir liegen oder vielleicht drücke ich es auch zu sehr zusammen. Übrigens habe ich gemerkt, dass sie das aus irgendeinem Grund als Haarglätter kommunizieren und nicht als Glätteisen. Vielleicht, weil es kein Eisen ist, sondern Kupfer irgendwas. Auch in verschiedenen Kooperationen. Ich glaube aber schon, dass man das zusammendrücken muss. Ich meine, immerhin geben die Platten ja auch nach, wenn sie es sollen. Ich glaube, nur dann hat man genug Druck drauf. Ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt, dass diese Locken besser halten werden als die vom Airwrap. Boah, ey, ich habe immer so ein paar Haare, die mir dann auf den Keks gehen wollen und die dann so nerven und wehtun. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Bisheriges Ergebnis nach keine Ahnung wie vielen Minuten Filmen, wahrscheinlich 20. Ich würde sagen, wir begeben uns mal an den Rest und dann melde ich mich gleich wieder, wie es geklappt hat. Let me tell you about the trees and the seas, how it's all connected. Okay, das war nicht sehr spaßig. Ich zeige euch jetzt mal die erste Seite. Ich habe ganze 25 Minuten für den Rest gebraucht. Das ist das Ergebnis bisher. Also am besten geworden sind lustigerweise die letzten. Und das sind halt auch die kürzesten Haare komplett. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es wieder an meiner Haarlänge liegt, was ich ehrlich gesagt total schade fände. Wir können das jetzt gerne mal eine Runde aufschütteln. Das hier unten sind übrigens auch die ersten Locken. Also wenn ich jetzt nur so bin und mal nur Wellen haben möchte, dann ist es erstmal okay. Wir dürfen ja leider nicht vergessen, dass es sich bei meinen Haaren nochmal aushängt. Also, und ich bezweifle, dass diese hier den Abend überleben werden. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, also diese Stelle hier wird ziemlich heiß. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ich dachte persönlich, dass es nur heiß ist, also innen drin und hier oben, damit man es halt halten kann, soll es nicht so heiß sein. Aber ich habe das ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt, dass es hier auch sehr heiß wird. Wenn es kleiner wäre im Durchmesser, dann wären die Locken auch ein bisschen kleiner und würden dementsprechend auch länger halten. Nicht unbedingt das, was ich mir jetzt erhofft habe, muss ich sagen. No need to hate, falls ihr nochmal Tipps habt, wie ihr eure Haare mit dem Glätteisen lockt, haut die gerne auf jeden Fall in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall gerade gar keine Motivation, noch diese Seite zu machen. So, inzwischen habe ich auch die Cleo bei mir, mein Lockenmodell heute. Also sie hat sich die Haare nur frisch gewaschen und sonst nichts wirklich drin. Deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen fairer, wenn wir das Glätteisen bei ihr testen. Kurzes Update zu meinen Haaren. Also die Locken sind jetzt seit einer halben Stunde fertig oder so oder seit 20 Minuten. Aber ich würde sagen, wir probieren jetzt erstmal das Glätteisen bei dir. Ich glaube, inzwischen müsste es auch genug geladen sein. Macht Töne. Okay, diese Anzeige hatte ich auch noch nicht. Direkt kaputt gemacht. Hätte gesagt doch, man soll da drauf drücken. Mach ich doch. We can do this. Also
sieht dieser Warnhinweis gerade aus. Das waren sehr teure Locken und nicht mal der ganze Kopf. Das ist wirklich interessant, da ist wirklich keine Anleitung sonst mit dabei. Cool. Wir wissen inzwischen, dass es was mit Zurücksetzen zu tun hat, aber wir können nichts zurücksetzen. Also an sich, ich habe morgen auch nichts zu tun. Freunde, ich weiß gar nicht, was ich euch gerade sagen soll. Zumindest, also er lädt und, aber er geht einfach nicht mehr an. Der zeigt die ganze Zeit die gleiche scheiß Fehlermeldung. Dieser Ton. Ich werde morgen den Kundensupport anrufen und fragen, warum mein 500 Euro Glätteisen nach einmal benutzen nicht mehr geht. Ich brauche es zu essen. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Lockenstab. Meine Locken sind im Arsch. Die sind quasi gone. Dann morgen. Es ist der nächste Tag und schauen wir mal, wie es heute aussieht. Und hier ist die Cleo und ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz meine Locken. Haben auf jeden Fall 10-mal besser gehalten als die beim Airwrap. Da waren die halt nach 20 Minuten draußen und am nächsten Tag sowieso nicht mehr. Doch mal etwas Positives, auch wenn es nicht so gut geklappt hat. Sie hat auf jeden Fall eher feine Haare. Und die Cleo hat auch mal ihr eigenes Glätteisen mitgebracht. Das ist jetzt von Braun Satin Hair 7. Dann haben wir vielleicht nochmal einen Vergleich. Deswegen werden wir dann nachher vielleicht mal ein paar Strähnen damit machen. Ach schön, Zwiebel. Ich habe den Dyson Support übrigens nicht anrufen müssen. Ich habe es heute einfach... Ich habe es die ganze Nacht nicht mehr angefasst. Ich hatte es in der Ladestation. Und habe es heute Morgen einmal kurz... ganz normal angemacht. Wir demonstrieren es jetzt. Es wäre jetzt der Hammer, wenn es jetzt nicht mehr geht. Und ja, genau, jetzt kommt nämlich das. Okay, also es geht wieder. Du hast sehr feine Haare, deswegen würde ich mal die niedrigste Stufe machen auf 165 Grad. Also es gibt nur drei. Wir lassen es jetzt erstmal aufheizen. Ja, das ging schnell auf jeden Fall. Ich kann nicht ja drehen. Okay. Das ging schnell. Also glätten kann es auf jeden Fall, das kann ich euch sagen. Ja, guck mal. Schön. Hat doch geklappt. Ja. Hat doch gut geklappt. Ja. Also der Dyson, der verspricht ja, dass die Haare halt nicht so wegfliegen. Und ich finde, das klappt auf jeden Fall ganz gut. Also die werden jetzt irgendwie nicht groß elektrisiert. Das wickt so ein bisschen, aber nicht richtig. Probieren wir das doch mal. Also ich würde am Ansatz doppelt drüber gehen und dann den Rest. Hier sieht man jetzt auf jeden Fall ganz gut den Vergleich, würde ich sagen, von Cleos normalen Haaren und den geglätteten Haaren. Den Job hat es auf jeden Fall ganz gut erfüllt. Hier sind jetzt so ein paar... Ja, next. Watching. Manchmal macht das so komische Geräusche. Aber das zieht doch kleine Haare einfach. Ja. Oder? Ja, ja, das stimmt. So klingt. Macht das deine auch? Weil bei mir war das gestern unangenehm beim Locken. Ja. Ne? Wir können ja jetzt mal auf der anderen Seite das andere Glätteisen benutzen. Ja. Dieses ging übrigens auf Anhieb an. Und wie schwer das im Vergleich ist, weil ich fand das schon schwer. Ich wäre ab. Das stimmt. Dafür hat es halt kein Kabel. Ich meine, das ist schon ein Luxusproblem dann, wie schwer das ist, aber... Aber das, finde ich, ist schwerer so zuzudrücken. Das geht schon schwerer. Easy. Ja. Man müsste zusammen. Mal gleichzeitig, damit man einen perfekten Vergleich hat. So. Die fliegen mehr, ne? Ja. Sieht man das? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, man das sieht. Ist es ein 500 Euro werter Unterschied? Das ist nämlich die Frage. Das ist wirklich die Frage. Aber ohne Witz, hier ziehen die Haare nicht so. Merkst du es? Ja. Dann macht es auch nicht so ein komisches Geräusch. Die so hängen bleiben. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal den kompletten restlichen Kopf. Oder auch doch nicht. Also ich habe jetzt ungefähr... keine Ahnung, nur 20 Minuten oder so gebraucht, um ihre Haare zu locken. Ich glaube, wenn man sie sich selbst... Mann!
Ich glaube, wenn man die selbst macht, würde man 25 Minuten oder so brauchen. 30 vielleicht, wenn man halt hinten nicht so dran kommt. Hier oben sind so ein paar kleine Fliegehaare, aber das können halt auch einfach kurze Haare sein. Ansonsten sind die schon sehr glänzend. Da stehen auf jeden Fall in den Haarlängen nicht so viele Haare ab. Cleo meinte vor allem auch, dass das also im Vergleich zu sonst immer nicht so viele abstehende Haare sind. Hier vorne diese kleine... Der hat keinen Bock. Also ich habe es probiert, Cleo hat es probiert. Ich finde es auf jeden Fall gut. Nur wir haben uns jetzt gefragt, 100 Euro, 500 Euro, ist es diesen Preisunterschied wert? Finde ich persönlich jetzt nicht. Also ich auch nicht. Wofür es halt praktisch ist, ist, wenn ihr euch damit mit dem Kabel dran die Haare zu Hause stylt und das Ding dann einpackt und dann unterwegs, sei das vor einem Meeting, vor... keine Ahnung was, in der Schule, euch mal die Haare glätten möchtet, gerade wenn ihr lockige Haare habt und dann Luftfeuchtigkeit und so weiter dazu kommt, um die sich aufzufrischen, da kann ich es mir sehr gut vorstellen. Muss wahrscheinlich jeder für sich wissen, ob man dafür dann 500 Euro ausgeben möchte. Und was uns eben, wie gesagt, aufgefallen ist, ist, dass es aus irgendeinem Grund die Haare so, die kleinen Haare so lang zieht. Also das ist, als würde man... Ich kann es gar nicht beschreiben. Das fand ich auch beim Locken sehr unangenehm. Weil eigentlich sollten ja diese Platten nachgeben. Ja, stimmt. Also raff ich nicht so ganz. Ja. Zum krönenden Abschluss probiere ich jetzt nochmal ganz kurz, mir mit so einem Ding die Locken zu machen. Also hier zieht es auf jeden Fall gerade die Haare nicht so krass. Also es ist tatsächlich angenehmer. Au. Oh, krass. Oh. Ja. Sollte ein 500 Euro Glätteisen solche Faxen machen. I don't think so. Guck mal, ich fasse es nicht an. Das ist genau. Und das tut auch genauso weh. Unten lässt sich das ein bisschen schöner machen. Sieht diese Locke 400 Euro teurer aus, ist die Frage. Also mein Fazit zum Dyson Corel ist persönlich keine Kaufempfehlung. Es sei denn, man ist jetzt übertriebener Dyson-Jünger. Ich mag den Staubsauger zum Beispiel sehr, sehr gerne. Also, nicht überzeugend. Ja, also ich meine, es hat deine Haare tatsächlich weniger statisch aufgeladen. Dafür ist es vielleicht ganz cool. Es ist cool wegen dem Kabel, aber that's about it. Und ihr habt ja gesehen, was wir für Probleme hatten. Aus welchem Grund auch immer, nach einer Anwendung. also, sorry, Dyson. Ja, so, ich hoffe, dass euch die Review zum Dyson Corel gefallen hat, dass es euch was gebracht hat. Schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr sehr gerne jetzt hier mal meine Review zum Airwrap sehen und meinen Kanal hier abonnieren. Hier gibt es nämlich jede Woche ein neues Video. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder.